Wing Cell. Und ich mach's so einfach. Video. Wir werden heute auf die Arktis fliegen, Leute. Und dort sind es aktuell minus 39 Grad. Das heißt, sie sind natürlich nicht passend angezogen. Und das Ganze wird ein Prank an euch sein, Leute. Wir werden natürlich nirgendwo hinfliegen. Und wir gucken einfach, ob ihr checkt, dass wir zu broke sind und ganz sicher nicht auf die Arktis fliegen würden, wo es minus 39 Grad sind. Oder ob ihr wirklich denkt, dass wir so viel Geld haben, dass wir erstmal wegfliegen können. Und ob wir wirklich in so einer Kälte fliegen können. Ich meine, diese Hose ist die wärmste Hose, die Egg hat, Leute. Ihre Beine würden in der Arktis brechen, weil die so aus Eis sind. Oh, sorry, ein bisschen brutaler Vergleich. Ja, Leute, das sind beide auch die wärmsten Schuhe, die Egg hat. Und das sind Gary-Hausschuhe. Die sind sehr bequem. Auf TikTok alle fliegen angeblich in Urlaub. Wir haben uns für einen Winterurlaub entschieden bei minus 41 Grad, Leute. Tiefstemperatur. Ihr glaubt mir nicht, Alexa? Wie viel Grad ist auf der Arktis? Im Augenblick liegt die Temperatur in Summit Arktis bei minus 39 Grad Celsius. Minus? Heute Abend wird eine Tiefstemperatur von minus 41 Grad erwartet. So, was ist die bescheuert? Mein Kühlschrank ist wärmer. Gott, warte mal kurz. Wir müssen uns erstmal vorbereiten, bevor wir auf die Arktis fliegen, Leute, weil dort ist es sehr kalt. Das hat 7, plus 7. Was? Das ist noch kein plus 7 Grad. Das ist voll warm. Guck doch oben. Warum bin ich denn nah? Ich kann dich in die Gefriertruhe packen. Hier drin sind es plus 7 Grad und die Kälte macht Egg schon verrückt. Boah, das sind ja Welten, Alter. Auch so kalt. Boah, Egg will ich sterben, Alter. Jetzt, Mann, wir verpassen unser Flug, Mann. Boah, Mädchen, wir haben doch hier gepackt. Wir schauen jetzt auf Pinterest, Leute, nach Bildern. So, wir gucken jetzt auf Pinterest. Oh Gott, wir gucken jetzt, oh Gott, oh Gott. Wir gucken jetzt auf Pinterest nach Flugfotos. Boah, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Denkt ihr, Ryanair würde fliegen? Nein. Wir posten jetzt Flug, gell? Ich war noch vor 2 Stunden zu Hause. Oh mein Gott, wir posten einfach das hier. Ja, Mann. Aber im Flugzeug schon. Wie unangenehm. Denkt ihr, Rich People machen das auch? Haben wir hier Rich People unter uns? Haben wir Frühstück im Flugzeug? Nein, gell? Das sieht aus wie ich. Oh mein Gott, hier. Yeah. Oh mein Gott. Das hier sieht aus wie Sam. Let's go. Flug. Oh mein Gott, oder poste. Sorry, ich hatte die ganze Zeit schlechtes Internet. So. Ja, aber das poste ich auch später erst. Weißt du, wenn ich poste das, okay, let's go. Wie unangenehm. Oh mein Gott. Wir gehen hier in den Urlaub. Und jetzt ist es schon im Flugzeug. New York, Jaipur, Kairo, Tokio. Oh, wieder in Tokio. Oh, du bist schon drin. Ja, klar, ich hatte schlechten Empfang, deshalb postet das jetzt erst alles. Du musst ja, aber du musst doch dein Handy auslassen. Ja, später erst. Später Video mit Esting Donutjacke. Mann. Okay, warte. Du hast ein paar Minuten nach deinem Schrank ausgewischt. So, und jetzt, Leute, brauchen wir Flugzeugbilder mit uns beiden. Und die machen wir selber. Ich zeige euch, wie. Mein Gott, kennt ihr noch Arztetek von früher? Immer der auf... Wo lief der, Mike? Super RTL. Super RTL. Der mit der komischen Zahnpasta-Frisur. Ja, mein Zahn, ich hatte viel Crush auf den, Alter. Der hatte keinen Zahnpasta-Frisur. Doch, immer so wie Jimmy Neutron. Der wollte immer Bastelkleber, ich hatte nie. Ja, Mann. Der muss doch eine Schere, Alter. Also, Leute, das ist unser Ausblick von unserem Flugzeug. Die Klobrille hat Egg gezahlt, by the way. Weil Egg wollte keine alte Klobrille benutzen. Ich hatte immer voll toll, wie viel hast du gezahlt? Das ist unser Flugzeugfenster, Leute. Und das ist unser Ausblick, wie ihr seht. Und ich bin jetzt hier so mit einem kurzen T-Shirt. Leute, wie soll ich da ein Bild machen? Hier. Oh mein Gott, sieht so real aus. Oh mein Gott. Echt jetzt? Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Ich mach mal näher, ja, danke. Schnell meine Finger rutschen. Hey, Gesicht kommt doch da voll raus. Hey, ich sehe doch gar nicht. Sieht doch voll gut aus. Oh mein Gott. Ey, Leute. Danke.
Ich glaube, das ist sogar was geworden. Ich habe einmal das Foto bekommen mit einem Fragezeichen. Okay, und einmal die Nachricht, wohin gehst, habe auf Insta gesehen, dass du irgendwo hinfliegst. Der ganze Plan geht auf. Also wie ihr seht, ich bin perfekt angezogen vor der Wetter, Leute. Hinter mir haben wir jetzt einen anderen Hintergrund. Ich bin jetzt... Dein Ernst? Du bist komplett auf dem Gletscher gewählt? Ja! Okay, ich bin jetzt on ice, Leute, weil ich bin too hot. Ich brauche eine Schere, gib mir eine Schere. Wir haben jetzt hier eine Tasse, Leute, mit Trockeneis, das raucht dann so. Und Schnee, der von oben kommt. Und daraus machen wir ein Instagram-Foto. Ja, Trockeneis, das du bestellt hast. Hä? Stand aber. Herr Eck, gib mal die andere Packung. Planung hat doch nicht so funktioniert, deshalb ist einfach nur Zell mit Schnee. Also Leute, let's look what we have. Okay Leute, wir müssen jetzt mal gucken, was es wird. Also das wird auf jeden Fall... Okay, ich guck, was die Leute sagen, sag ich ehrlich, Alter. Ich glaube, ich mach so einen Halfcast aus dir und mir, Egg. Boah, Leute, bestimmt denkt sich mein Dönermann, also deswegen war sie eine Woche lang nicht da. Digga, wenn du wüsstest, wie viel Geld du hast. Hässliches Gesicht. Verdeckt die schöne Aussicht. Ich würde sogar schon sagen, dass der Hintergrund zu hell ist. Ey, Kevin, Leute, ich gucke mir schon mal ein paar Reactions an, okay? Ich schwöre, das interessiert mich voll. Wo fliegst du denn hin? Wohin? Die glauben das. Wohin geht's? Okay, das war's ja schon. Die anderen juckt's gar nicht. Wohin, Zell? Und ich mach's so einfach. Hast du gepostet? Ey, da bin ich gespannt. Da werden sie Leute checken. Ey, das sieht einfach aus wie Style. Sag, was du willst, Digga. Ja, aber was mit dem Song? Hast du nichts gemacht? Was ist Song? Wolltest du irgendwas drüber tun? Nee, das war ich bei meinem Song. Da war ich so, oh, little sweetheart. Ich so ein Rodeo-Song. Digga, Leute, ich vor ein paar Stunden. Okay, aufgeräumt, Digga. Ja, gibt's. Ey, nein, Leute, wir müssen Eggs Foto löschen. Nein. Das war so, alle, das fällt gerade allen auf. Alle schreiben, hallo, neues Video, jetzt nur auf Eggs Foto. Auf meinen haben die alle geschrieben, wohin. Was ist nicht mal drauf? Ja, eben. Ey, wenn du löscht, dann fällt's doch auf. Ja. Ja, was sollst du zusammen posten? Hä, meine. Jetzt wählen wir aber gemeinsam aus, was ich poste, auf die als ich schon auf der Arktis war. Leute, plötzlich ist sie schon bei den Gletschern und chillt mit den Eisbären. Es ist hier ein Eisbär. Digga, Eisbär gehört zum gefährlichsten Tier in der Welt. Was, Reus? Die sind voll süß. Das ist doch nicht meine Nase. Deine Schneeflocke macht hässlich. Ich glaube, Mutter ist in deiner Nase. Über mich. Nein, das ist nicht meine Nase, Leute. Wie glücklich da aussehen. Ich finde, die sieht da so glücklich aus. Du bist nicht mal hier so glücklich. Du siehst nicht so glücklich aus, Leute. Ich bin nicht mal halb so glücklich. Wow. Ich höre deine Freude, das ist deine Lebensfreude seit 18 Jahren zum ersten Mal. Sal, editier bitte so ein Eisbär im Hintergrund. Wenn die Ente schon bei den Gletschern ist und der Gletscher jetzt, wie sie zum Beispiel ausrutscht, ist doch lebensgefährlich, wenn sie da reinfliegt. Genau. Und dann die editierte Eisbär rein, ja. Oder mach ein Pinguin. Alina, Pinguine leben nicht auf der Arktis. Pinguine leben mit Eisbären. Oh mein Gott, das ist Grundbildung, Digga, zu wissen, dass Pinguine auf dem Südpol wohnen. Hast du ihn gesehen? Oder mach einen liegenden Eisbär. Mach Knut. Also das tut. Oder mach ein Delfin im Wasser. Hey Leute, echt sieht aus, wie sie aussieht. Blond und dumm. Ganz kurz, ich suche nach diesen Arktisfischen. Wisst ihr, was rauskommt? So ein Fisch, Junge, dieser Fisch, der sieht aus, als ob der mich gleich aufisst. Leute, ganz kurz, ich denke mir so, es gibt Leute, die zum Beispiel Sales Story angucken, aber die zum Beispiel die Videos nicht immer ganz verfolgen. Was denkt sich mein Dönermann, wenn die Engel ein Bild von uns postet, wo ich im Flugzeug bin und mir anscheinend in der Arktis und am nächsten Tag bin ich in Heilbronn beim Dönerladen? Boah, ich weiß, hell, du siehst da so glücklich aus, wow. Ah, neue Arme! Oh!
Selbo, warst du 2020? Das kenne ich mit der Klobrille vor dem Computer. Schöne Klobrille. Alter! Hahaha. Hahaha, das ist ein Klodeckel. Ich schwöre nur wegen Ex-Foto. Bei Gott, soll ich Ex-Foto löschen? Ich lösche Ex-Foto jetzt. 3, 2, 1, es ist gelöscht. Ex-Foto war so hässlich. Es gab keine Beweise. Meine Fotos sehen so schön aus. Das sieht sogar aus wie zwei verschiedene Orte, gell? Oh nein, ich hab dein Eichel vergessen. Es fühlt sich so real an, deswegen war ich da so glücklich. Oh Gott, ich mach nur Eisbären. Aber der Eisbär muss so schön weiß sein. Oder mach einen, der steht. Auf den erbrichst mich gleich. Boah, perfekt, der schläft im Hintergrund. Ich versuche jetzt noch ein Bild von einem Hotel in der Antarktis und dann schreibst du so eine schöne Unterkunft hier. Was? Niemand schreibt sowas. Hä? Digga, einer hat geschrieben, seit wann hast du Geld für Flug oder hat Inga wieder gegönnt? Hä, einerseits, man, das ist so, weil du kaum rot bist. Wo bist du und wie viel Uhr ist es bei dir? Ah! 14 Uhr. Ich schreibe dich von draußen in der Kälte. Ich habe full versucht, gell, den Prank hier auch an euch auf Ernst durchzuziehen. Ihr seht, wie viel Mühe ich mir gebe, Alter, wie verliebt ich meine Fotos anschaue. Die zwei lachen mich die ganze Zeit aus. Schau mal kurz, wir haben gerade ein größeres Problem, dass ihr uns nicht glaubt, Leute. Okay, ey, komm her, jetzt musst du ins Mikrofon pusten. Das ist so geil. Es ist so kalt hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier bin. Es hört nicht auf zu schneien. Ich klinge so verzweifelt, Alter. Keiner glaubt mir bestimmt. Wo bist du? Wie viel Uhr ist es bei dir? Ich so, arg, das ist um 14 Uhr. Diese Oho, du hast geantwortet. Danke. Viel Spaß. Hä, hey, das ist bestimmt ein Prank. Hä, hey, gerade eben war es bei dir noch hell. Ich war so glücklich auf der Arktis, aber ihr habt alles zerstört. Die war so glücklich, danke. Ich schwöre, ich hab's auch voll gefühlt, Alter. Hat sich echt wild angefühlt, weil ich gefühlt, gell? Jetzt würde ich gleich echt aus dem Flugzeug steigen. Aber dann kamt ihr mit Fake. Aber wir haben viele, wirklich. Wer jetzt sagt, dass er direkt gecheckt hat, dass es Fake ist, lügt. Weil so viele haben direkt geschrieben, oh mein Gott, Sal, wohin gehst du, wohin gehst du? Ja, da, wo du nicht drauf warst. Ja, und... Ja, ich war in der Arktis und ich werde jedem erzählen, dass ich in der Arktis war und ich werde jedem die Fotos zeigen. Und jetzt werde ich meiner Tante die Fotos schicken. Die Arme. Die denkt, du warst mal im Urlaub. Egal. Die geht auch immer auf Reisen, jetzt bin ich mal dran. Wenigstens eine Person, die mir glaubt, dass ich auf der Arktis bin, Alter. Ich hoffe, die ruft mich morgen an und sagt, Celina, wo bist du? Ich habe meiner Tante ein Foto geschickt, Leute, 3 Fotos sogar, wie ich auf der Arktis bin. Und ich weiß ganz genau, diese Frau wird mir glauben und wird sich sogar fragen, ob sie auch nachkommen soll. Ja, wenigstens eine Person, die mir glaubt. Ich mach solche Videos nie wieder, Alter. Aber jetzt zeigen wir noch Egg bei so Pranks. Die Leute haben mich voll gerostet. Ich muss jetzt weinen.